Слава Україні! Слава Десантно-штурмовій військам Збройних сил України! Ukrainische Soldaten posieren vor einem öffentlichen Gebäude im Zentrum der Stadt Liman und rufen Ruhm der Ukraine. Das Video hat ein ranghoher Berater des ukrainischen Präsidenten gepostet mit der Botschaft, nach dem Rückzug der russischen Truppen hätten die ukrainischen Streitkräfte die Kontrolle über die strategisch wichtige Stadt im Osten der Ukraine übernommen. Volodymyr Zelensky selbst erklärte auf seinem Telegram-Kanal, Liman sei vollständig geräumt. Für Kiew ist es ein weiterer wichtiger militärischer Sieg. Das russische Verteidigungsministerium behauptete am Sonntag, man habe 7 Artillerie- und Raketendepots in den ukrainischen Regionen Kharkiv, Saporischschja, Mykolaiv und Donetsk zerstört. Nach Einschätzung von Militärexperten des Institute for the Study of War hat Kreml-Chef Wladimir Putin den Rückzug selbst angeordnet, um die Front in anderen Gebieten zu stärken. Derweil wurde bekannt, dass die Zahl der Todesopfer nach einem Raketenangriff auf einen zivilen Autokonvoi in der südukrainischen Stadt Saporischschja auf 31 gestiegen ist. Der Gouverneur der Gebietsverwaltung schrieb, eine Frau sei ihren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Er macht russische Truppen für den Angriff verantwortlich. Ihm zufolge wurden 3 Raketen gezielt abgefeuert, am Anfang, in der Mitte und am Ende des Konvois.